Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich nochmal auf das Thema Spiralbohrer zu sprechen kommen. In einem meiner letzten Videos habe ich euch ja die verschiedenen Spiralbohrertypen schon mal näher gebracht. Dieses Video findet ihr übrigens, wenn ihr hier oben auf das i klickt. Heute soll es allerdings nochmal speziell um die Zertrümmerungsbohrer gehen, also hier die Stein- oder Betonbohrer, wie man sie landläufig nennt. Diese Bohrer haben nämlich noch einige weitere Eigenschaften und hier gibt es auch noch einige weitere Punkte zu beachten. Noch ein wichtiger Hinweis, diese Bohrer wurden mir netterweise von der Firma Alpendrill zur Verfügung gestellt, damit ich hier dieses Video erstellen kann. Um euch nun die verschiedenen Eigenheiten dieser Bohrertypen näher zu bringen, habe ich hier einfach mal zwei verschiedene Bohrertypen des Herstellers Alpendrills hier auf den Tisch gelegt. Zum einen haben wir hier den F4 Forte und zum anderen haben wir hier den Force X. Diese beiden Bohrer sehen auf den ersten Blick gleich aus, haben aber sehr große Unterschiede. Des Weiteren gibt es noch einen wichtigen Punkt, den ich im letzten Video auch nicht erwähnt habe. Wenn ihr Schlagbohrer kauft oder in Erwägung zieht, Schlagbohrer anzuschaffen, schaut bitte auf den Schaft des Schlagbohrers. Hier gibt es in der Regel mehrere Markierungen. Eine davon ist für euch sehr wichtig, und zwar hier diese. Diese Markierung ist die sogenannte BGM-Prüfmarke. Warum sollte diese Prüfmarke auf jedem Schlagbohrer drauf sein? Ganz einfach, diese Prüfmarke garantiert eine hohe Qualität des Schlagbohrers, eine Symmetrie des Schlagbohrers und auch eine dementsprechende Standzeit des Schlagbohrers. Wenn diese Kennzeichnung fehlt, sagen wir einfach mal, kann es passieren, dass wenn ihr mit derartigen Schlagbohrern Löcher bohrt, dass diese Löcher, diese Bohrlöcher mitunter größer werden als auf dem Schaft des Schlagbohrers angegeben. Das hat natürlich große Nachteile bei den Befestigungen, was also bedeutet, wenn ihr hier Dübel anbringt, kann es passieren, dass diese Dübel nicht richtig in dem Bohrloch halten und somit aus der Wand herausgerissen werden können. Aus diesem Grund sollte man auf jeden Fall beim Kauf von Schlagbohrern auf dieses Prüfzeichen achten. Der nächste wichtige Punkt bei derartigen Bohrern ist natürlich auch hier vorne die Schneide. Diese ist in der Regel bei den meisten Bohrern zweischneidig. Das heißt, wir haben hier eine zweischneidige Hartmetallschneide, die meistens aus einer Vidia- oder Diamantbestückung besteht. Diese zweischneidige Bestückung reicht in der Regel zum Arbeiten aus. Hiermit kann man zum Beispiel Beton, Ziegel oder Granit bohren. Allerdings kommt diese Schneide sehr schnell an ihre Grenzen, wenn wir zum Beispiel Moniereisen im Beton haben und eventuell auch durch dieses Moniereisen hindurch bohren müssen. Hier haben wir dann meistens den Nachteil, dass wenn wir mit dieser Schneide auf das Moniereisen treffen, dass zum einen dieser Schneidenkopf sehr schnell verklemmt und zum anderen hier natürlich auch eine sehr geringe Standzeit zu tragen kommt. Das heißt, diese Schneidenvariante, diese zweischneidige Variante verschleißt dann dementsprechend sehr schnell. Des Weiteren hat diese Zweischneiden-Variante noch einen Nachteil. Hier kann es passieren, dass wenn wir auf harte Hindernisse wie zum Beispiel Moniereisen treffen, dann auch unsere Bohrung insgesamt größer wird und wir somit dann auch wieder einen größeren Bohrlochdurchmesser erzielen. Hier kommt dann dieses Modell zum Einsatz, hier in unserem Fall der Force X von Alpendrill. Hier haben wir eine komplett andere Kopfarchitektur. Wir sehen, dass wir hier vier Vollmetallschneiden verbaut haben. Diese vier Schneiden haben natürlich große Vorteile gegenüber dem Zweischneiden-Modell. Hier haben wir zum Beispiel durch die vier Schneiden eine deutlich höhere Standzeit, eine bessere Lochgeometrie, weil also unser Bohrer auch besser im Loch geführt wird. Des Weiteren haben wir eine höhere Zertrümmerungsleistung, denn immerhin zertrümmern diese Bohrer ja unser Gut. Das heißt, sie schneiden sich nicht durch das Material, sie sind ja nicht geschärft. Sie sind reine Zertrümmerungsschneiden oder dementsprechend auch Zertrümmerungsbohrer. Also haben wir mit vier Schneiden natürlich auch einen deutlich höheren Bohrvorschub. Es ist natürlich auch immer darauf zu achten, das hatte ich euch ja schon im letzten Video erklärt, wenn ihr mit derartigen Zertrümmerungsbohrern arbeitet, drückt bitte nicht auf die Maschine, lasst die Maschine einfach frei arbeiten. Somit kann das System besser arbeiten, die Bohrmaschine kann hier einen ordentlichen Hub ausführen und dementsprechend kann der Bohrer besser das Material zertrümmern und dementsprechend auch besser abtransportieren. Diese Schneide hat des Weiteren noch einen großen Vorteil, wenn wir hier
Betonbohren der Moniereisen enthält, können wir mit dieser Schneide ohne Probleme dieses Moniereisen zertrümmern. Auch dieses wird hier zertrümmert, nicht zerschnitten, sondern zertrümmert. Dieses erfolgt folgendermaßen. Wir setzen unseren Bohrer an, lassen ihn ganz normal in unser Gut eindringen, natürlich auch wieder ohne Druck. Und wenn wir hier auf das Moniereisen treffen, kann nun unser Bohrer das Moniereisen zertrümmern und durch die Drehbewegung die Bruchstücke einfach nach hinten austransportieren. Durch die vier Schneiden, die wir hier oben haben, ist der Bohrer immer ordnungsgemäß geführt, was also bedeutet, er kann nicht so schnell verkanten, er kann sich nicht neben das Moniereisen ziehen und dann dementsprechend verklemmen, so wie wir es zum Beispiel vom Zweischneiden-Modell gewohnt sind. Dann kommen wir zu guter Letzt noch auf unsere Aufnahme zu sprechen. Ich hatte es ja schon im anderen Video angeschnitten. Hier gibt es bei diesen Bohrern verschiedene Aufnahmen. Es gibt einmal eine glatte Aufnahme. Diese empfehle ich auf jeden Fall nicht bei Schlagbohrern, denn bei einer glatten Aufnahme kann sich durch den Schlag der Bohrer sehr schnell lösen und wir können somit nicht die Kraft optimal auf den Bohrer übertragen. Das einzige sinnvolle System meiner Meinung nach ist hier das STS Plus oder das STS Max System. Hier in diesem Fall haben wir das STS Plus System. Das STS Plus System kommt bei kleineren Bohrern, sagen wir einfach mal 12 bis 16 mm zum Einsatz. Bei größeren Bohrern oder auch bei größeren Stemmeiseln kommt hier in der Regel das STS Max System zum Einsatz. Dieses ist dann auch auf größeren Schlagbohrmaschinen vorhanden. Das STS-System bei Schlagbohrmaschinen funktioniert folgendermaßen. Wir haben am Bohrer eine Art doppelte Aufnahme. Einmal links und rechts eine Führungsschiene und zum zweiten eine Arretierungsschiene. Hier greift eine Kugel ein. Diese Kugel hält den Bohrer, sodass er nicht aus der Maschine herausfallen kann. Und die Führungsschiene sorgt dafür, dass sich der Bohrer nicht im Bohrfutter verdreht. Das heißt, dass er vom Bohrfutter mitgenommen wird. In der Regel wird ein Bohrer folgendermaßen eingelegt. Wir stecken ihn hier vorne in das Bohrfutter ein und hier gibt es verschiedene Systeme. Es gibt Systeme, wo wir den Bohrer jetzt direkt eindrücken können oder hier bei diesem System ziehen wir einfach das Bohrfutter leicht zurück. Es öffnet sich, wir können den Bohrer einrasten und lassen die Verriegelung wieder gehen und somit haben wir unseren Bohrer hier fixiert und können losarbeiten. Ihr seht, dass der Bohrer sich hier in dem Bohrfutter frei bewegen kann. Wir können ihn aber nicht verdrehen und wir können ihn auch nicht herausnehmen. Hier gibt es auch noch einen wichtigen Punkt zu beachten. Hier sollte man auch darauf achten, immer Qualitätsbohrer zu kaufen, denn nur Qualitätsbohrer haben hier eine hohe Standzeit in dem kompletten Bohrer oder an dem kompletten Bohrer. Das heißt, hier wurden hochwertige Materialien verwendet. Das hat nämlich einen ganz großen Vorteil. Der Bohrer muss an zwei Stellen sehr viel Kraft aufnehmen. Zum einen hier hinten auf dem Aufschlagepunkt unseres Anschlag- oder Aufschlagbolzens und hier vorne am Kopf. Wenn zum Beispiel hier hinten zu weiches Material verwendet worden ist, kann es passieren, wenn ihr längere Zeit arbeitet, dass mitunter hier hinten sich das Material verformt. Sollte dieses passieren, wenn hier der Bohrer in eurer Bohrmaschine eingesteckt ist, kann es dann natürlich vorkommen, wenn ihr den Bohrer entnehmen wollt, dass ihr ihn nicht mehr aus der Bohrmaschine herausziehen könnt, weil er sich einfach hier hinten aufgeweitet hat und dementsprechend die Führungsschienen sich zerquetscht oder zerstört haben und ihr so den Bohrer nicht mehr entfernen könnt. Gerade aus diesem Grund sollte man hier beim Bohrer oder beim Bohrerkauf generell nicht sparen und lieber zu Qualitätsmarken oder zu Qualitätsbohrern greifen. Ein wichtiger Indikator hierfür ist ja, wie schon vorhin gesagt, das PGM-Prüfzeichen. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos zum Thema Schlagbohrer, Zertrümmerungsbohrer angelangt. Noch ein wichtiger Hinweis, diese hier verwendeten Zertrümmerungsbohrer wurden mir netterweise von der Firma Alpendrill zur Verfügung gestellt. Link zu den Produkten natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Habe ich euch in diesem Video wieder mal was Neues erzählen können oder ich konnte euch in irgendeiner Form weiterhelfen, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, abonniert hier einfach meinen Kanal und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.